Warum fürchten die Notenbanker derzeit die Inflation wie der Teufel das Weihwasser? Nun, weil sie das Kartenhaus, das sie aufgebaut haben, dieses Ungeheuer an Blasen dann selbst zum Einsturz bringen müssen, weil sie diese Blase dann zum Platzen bringen müssen. Und warum das so ist, das will ich im folgenden Video kurz erläutern. Zunächst mal, es hat sich etwas grundlegend geändert seit letzter Woche, seit diese extrem hohen Inflationsdaten kamen. Jetzt wetten die Märkte, die Anleihemärkte, nicht die Aktienmärkte, die Anleihe- und die Zinsmärkte wetten darauf, dass die Fed früher, viel früher als sie selber denkt, die Zinsen anheben muss. Und jetzt melden sich dann auch zwei ehemalige Fed-Offizielle, nämlich Dudley und Lacker, Jeff Lacker, ehemaliger Richmond-Fed-Präsident, und sagen, ja, also die Zinsen, die müssen bald bis 3 bis 4% steigen. Also mal Klartext wieder von Leuten, die jetzt nicht mehr im Amt sind, dann spricht es sich natürlich leichter. Diese beiden sagen also, ja, da ist etwas dran, da muss etwas getan werden, so kann es schlichtweg nicht weitergehen. Und die Kritik geht weiter, vor allem an Jerome Powell, Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger, aber nicht ganz einfach. Der gute Mann hat auch zum Beispiel gesagt, dass Lindner, Christian Lindner, völlig der falsche Finanzminister wäre. Der könnte doch sowas werden wie Digitalminister, sei es drum. Aber der sagt auch, Jerome Powell muss gehen. Und Biden müsse jetzt Lyle Brainard unbedingt nominieren. Und da ist natürlich ein politischer Punkt. Wir sehen auch Lawrence Summers, ehemaliger, ganz wichtiger Berater für Präsidenten, der auch, meine ich, Wirtschaftsminister mal gewesen ist. Der sagt, ja, es wird jetzt eigentlich Zeit für dieses Team Transitory, also für diejenigen, die behaupten, dass die Inflation nur vorübergehend sei, dass die jetzt mal ihre Niederlage eingestehen und sagen, wie es ist, und er warnt vor allem die Demokraten davor, dass letztendlich Inflation das ist, was Regierungen schon praktisch zum Einsturz gebracht hat, respektive Wahlniederlagen beschert hat. Das sei so gewesen wie bei Nixon etwa. Und das würde dann bedeuten, dass das Risiko steigt, dass Donald Trump wieder an die Macht kommen würde. Und wir sehen, warum diese Inflation so ein heikles Thema ist, vor allem in den USA. Bei uns beginnt es ja langsam, aber in den USA ist man da schon ein Stück weiter. Wir sehen hier mal oben die S&P 500 und gleichzeitig das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Das Verbrauchervertrauen geht runter, die Aktienmärkte steigen weiter. Warum geht das Verbrauchervertrauen runter? Hängt vor allem mit der Inflation zusammen. Die Leute merken, dass ihnen das Geld immer mehr aus der Tasche gezogen wird, dass die Lebenshaltung immer teurer wird. Wir sehen hier unten in dieser Grafik Consumer No-Like Inflation Spike. Wir sehen, dass immer dann, wenn die Inflation ansteigt, die Konsumenten schlechte Laune bekommen, und schlechte Laune kann sich Politik nicht leisten, also muss man etwas dagegen tun. Was kann man dagegen tun? Nun ja, da müsste man eigentlich etwas tun, was schmerzhaft ist. Man müsste die Zinsen anheben. Das will Jerome Powell auf gar keinen Fall und die anderen Fed-Mitglieder, die noch an Bord sind. Aber so sagt es Mohamed El-Erian jetzt bei Allianz, früher PIMCO, wir sind in einer Transition, in einem Übergang, wo die Zentralbanken den Fehler machen, die Inflation misszucharakterisieren. Sie kapieren also nicht, so Mohamed El-Erian, dass wir jetzt strukturelle Inflation haben. Das war ja jahrzehntelang anders oder 20, 30 Jahre lang anders. Und Sven Henrik sagt, ja, der eigentliche Grund, warum sie Angst haben, ist, dass sie die von ihnen geschaffene Blase letztendlich hier platzen lassen. Und ich will Ihnen nachher noch ein Bild zeigen, das das vielleicht hervorragend auf den Punkt bringt, warum die Notenbanker versuchen, die Inflation runterzureden. Nein, nein, transitory ist nicht schlimm, macht euch keine Sorgen, aber dieses Argument wird eben immer unglaubhafter. Jetzt entsteht für Joe Biden eine schwierige Wahl. Er muss eigentlich, wahrscheinlich wird er in dieser Woche, so heißt es, dem bekannt geben, wen er jetzt nominieren wird. Wird es Powell sein, wird es Lyle Brainard sein? Und Jim Bianco sieht es ganz ähnlich wie ich, der versucht ein bisschen politischer zu denken und sagt, ja, all das, was sozusagen gewesen ist, das könnte er jetzt Powell und Trump zuschreiben. Powell ist ja von Trump nominiert worden. In der Fed sitzen praktisch ausschließlich Republikaner. Die einzige Demokratin, US-Demokratin, ist Lyle Brainard, die Sie hier sehen. Und er könnte also sagen, ja Mensch, der hat uns die Suppe eingebrockt, der böse Powell. Hat er ja auch ein Stück weit. Er hat klar die Märkte gerettet, die Finanzmärkte gerettet in der Corona-Krise. Aber jetzt wird die Sache immer schwieriger.
Also wäre es doch für Biden eine super Gelegenheit, Paul jetzt abzulösen, damit eine Frau, eine US-Demokratin, ans Ruder zu bringen. Und gleichzeitig könnte er, weil Lael Brainard für eine strengere Bankenregulierung steht, den Linken innerhalb der Demokraten entgegenkommen. Genau das sehe ich genauso. Dementsprechend steigt aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass Paul abgelöst wird. Auch damit ein Sündenbock gefunden wird. Die Politik ist so. Man braucht immer jemanden. Du bist schuld, du warst es. Es war natürlich nicht Paul alleine. Aber er hat maßgeblich schon dazu beigetragen. Hier sehen wir mal die Effekte der Fed-Politik. Die Top 1% werden immer reicher, die 2 bis 9% Top, die werden auch reicher. Die anderen, naja, nicht so wirklich, die dürfen dann eben die gestiegenen Lebenshaltungskosten aushalten. Das sind dann die Verlierer. Kommen wir jetzt mal zu den Märkten. Wir haben erstaunlicherweise gesehen, dass Ausflüsse aus Tech-Werten passiert sind in der letzten Woche, und zwar massiv, so lange wie schon lange nicht mehr jetzt in diesem November. Heute auch der Nasdaq, der zunächst vorbörslich auf Future-Basis stark war, schwächster Index in den USA. Warum? Weil die Renditen steigen, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir die Bewertungen mal in den USA. Price to Sales, also Marktkapitalisierung zu Umsätzen, liegt bei 3, höchster Wert jemals. Market Cap to GDP, also Marktkapitalisierung zum BIP, höchster Wert ever. Und Cape Valuations, also praktisch das inflationsbereinigte Kursgewinnverhältnis der letzten 10 Jahre, zweithöchster Wert ever. Also wir sind jetzt nicht gerade billig. Und das Ganze kann nur funktionieren, wenn eben eine Geschichte so bleibt, wie sie ist. Dazu gleich mehr. Zunächst mal saisonales Muster an den Märkten. Da haben wir normalerweise bis Thanksgiving dann so ein bisschen choppy Market. Also es wird ein bisschen schwieriger. Dann kommt ein Anstieg und dann kommt Anfang Dezember nochmal ein Rücksetzer, weil dann die ganzen Profi-Investoren ihre Depots reallokieren müssen. Die sind sehr, sehr stark aktienübergewichtet. Die müssten dann die Aktiengewichtung zum Jahresende hin ein bisschen verringern, die Anleihegewichtung ein bisschen verstärken. Insgesamt sehen wir, dass hier jetzt nach wie vor die Finanzkonditionen extrem lax sind, aber eben die Inflationserwartungen steigen, die 10-Year-Break-Evens, die steigen weiter und die erreichen heute auch ein neues Allzeithoch. Und das ist jetzt eben genau diese Voraussetzung. Damit diese Bewertungen, die ich vorhin genannt habe, einigermaßen bestehen bleiben könnten, müsste letztendlich der Realzins auf Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, so negativ bleiben, wie er ist. Das kann er aber nur sein, wenn die Fed und andere Notenbanken die Zinsen nicht anheben. Aber die Notenbanken werden die Zinsen anheben müssen, wenn sie die Inflation nicht unter Kontrolle bringen. Wir sehen jetzt etwa, dass Anleiheinvestoren hier dermaßen negativ gegenüber Anleihen sind, weil sie sagen, Mensch, die Inflation ist so hoch und die Renditen, die wir da kriegen, die sind so gering bei den Anleihen, also müssen wir da raus. Kaum einer ist also praktisch in Anleihen investiert, aber alle sind in Aktien investiert. Jetzt aber sehen wir heute vor allem hier die im Market Implied Probability of Rate Hikes, also wie sieht man an den Zinsmärkten die Wahrscheinlichkeit, dass hier eben die Zinsen angehoben werden. Und wir sehen, das geht weiter deutlich nach oben. Wir sehen heute die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite über der Marke von 1,6%. Wir sehen, dass diese 5-Year-Tips-Break-Even-Rates, Tips sind inflationsgeschützte Anleihen, dass die auf 3,166 steigen. Das ist der höchste Wert, der jemals erreicht wird, seit es dieses Produkt gibt, wenn man so will. Wir sehen, dass der Euro auf ein neues Verlaufstief fällt im Bereich 1,1420, sogar ein bisschen darunter. Wir sehen also Dollarstärke auf breitester Front. Wir sehen, die Renditen steigen auf breitester Front. Also Devisenmärkte und Anleihenmärkte nehmen das schon ein bisschen ernster. Die sagen, die Fed wird gar nicht anders können. Die Aktienmärkte haben heute zunächst mal gesagt, geht uns alles nichts an. Aber dann, wie gesagt, der Nasdaq, die Tech-Werte ein bisschen unter Druck. Und dann haben wir noch ein gallisches Dorf, das sich gegen die Macht der Fakten wehrt. Das wird geführt, dieses Dorf von Christine Lagarde. Inflation ist höher und dauert länger als erwartet, hat sie heute vor dem Europäischen Parlament müssen zugeben und sagte, ja, es könnte auch sein, dass wenn jetzt die Energiepreise hoch bleiben und die Lieferengpässe doch länger andauern, dass wir dann ein Problem bekommen, weil dann eine Lohnpreisspirale einsetzt. Und das wäre nicht so schick, aber das erwarten wir nicht, sagt sie. Nein, nein, wir beten zum Himmel, dass all das gut gehen wird. De Guindos, der Spanier,
FED-Vize, nicht FED, EZB-Vize hat gesagt, ja, also diese steigenden Energiekosten, die kosten die Menschen Kaufkraft. Ich habe heute von meinem Energieanbieter gemeldet bekommen, ja, also wir werden jetzt leider die Preise erhöhen müssen, aber du kannst kündigen, genau das werde ich machen. Aber das ist typisch, das geht wahrscheinlich vielen Millionen so derzeit in Deutschland. Jetzt wäre es Zeit, vielleicht mal drüber nachzudenken, ein bisschen flexibler zu sein in Sachen Anleihekäufe, mithin also die Anleihekäufe zu reduzieren. Das ist die erste klare Aussage in Richtung Tapering jetzt auch durch die EZB. Also die kriegen ein bisschen die Muffe, hat man das Gefühl, und Javier Blas verweist darauf, dass wir nach wie vor ja extrem hohe Kosten haben, Energiekosten haben. Wir sind jetzt von den Tops ein bisschen runter, aber nach wie vor Gaspreise massiv erhöht im Vergleich zu vor einigen Wochen, vor einigen Monaten. Und der Winter kommt erst noch, das wird erst noch beginnen. Hier hat dann auch der Chef der englischen Notenbank, Bailey, gesagt, also ich bin very uneasy about inflation. Ich mache mir richtig Sorgen um die Inflation. Arbeitsmarkt sei sehr eng etc. Also Bailey von der Bank of England, der sieht das schon deutlich anders als etwa Lagarde, die nach wie vor in dieser nichts hören, nichts sehen, nichts sprechen, Inflation, Haltung ist. Also wir sehen, andere machen sich da durchaus Gedanken, und wir sollten uns auch Gedanken machen, um nochmal auf das Energiethema zurückzukommen. Wir sehen jetzt, dass die Temperaturen in Europa abkühlen werden. Das gilt für Italien, für Südfrankreich, für Spanien, für Deutschland. Das ist jetzt das, was kommt, und wir sehen unten mal in dieser Grafik, die Gasvorräte in Deutschland. Diese rote Linie ist das, was derzeit der Fall ist. Dieses Eingerahmte ist das, was durchschnittlich der Fall ist. Wir liegen also weit unter den Vorjahren, was die Gasspeicher betrifft. In den USA übrigens ist der Preis für Kohle heute auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen. Und abschließend noch ein Wort zu China. Die Hauspreise in China sind, wie jetzt die Daten aus dem Oktober gezeigt haben, in 90% aller größeren Städte gefallen, das zweite Mal in Folge. Eine der wenigen Ausnahmen ist Peking, by the way. Da sind die Preise um 0,6% gestiegen nochmal im Oktober. Aber überall geht es bergab. Und ein Analyst von Zhongtai Securities sagt, also die Märkte unterschätzen, welche Bedeutung der Immobilienmarkt hat, was all das für einen Rattenschwanz an Investitionsunterbleibung dann nach sich zieht. Also es wird weniger investiert, Werte müssen abgeschrieben werden etc. Aber man verdrängt das noch und jubelt dann, weil die Pleite Evergrande nochmal irgendeine Rate aufgekratzt hat, aber die eigentlichen Belastungen ja erst nächstes Jahr kommen für Evergrande. Also das zeigt so ein bisschen die Kurzsichtigkeit manchmal. Das Problem ist strukturell tiefgehend, das werden wir so schnell nicht lösen. Jetzt komme ich aber nochmal zu meinem Versprechen, um zu zeigen, warum die Notenbanker eigentlich die Inflation fürchten wie das Weihwasser, weil sie eben dann die Zinsen anheben müssen. Und hier sehen wir mal die Schulden der Amerikaner. Household Debt and Credit Outstanding, also das, was sie sozusagen hier jetzt auf der Uhr haben in Sachen Schulden. Und wir sehen, dass sich eben seit dem Jahr 2000 diese Schulden so massiv aufgetürmt haben, vervielfacht haben in den verschiedensten Bereichen, dass dann natürlich Zinsanhebungen diese Kredite deutlich teurer machen. Das würden viele dann nicht mehr leisten können. Das ist der Grund, warum Jerome Powell sagt, ja, die Inflation wird zurückgehen, ich sehe gar keine Inflation. Und übrigens der Arbeitsmarkt, da ist noch keine Vollbeschäftigung, was auch ein Witz ist. Also hier sieht man, dass diese Grafik stammt aus einem Artikel meines Kollegen Claudio Kummerfeld, den ich Ihnen unter dem Video verlinke. Immer mehr Verbraucherschulden in den USA. Dennoch weniger Zahlungsausfälle, liegt natürlich an diesen Corona-Maßnahmen. Aber das Ganze droht sich jetzt aufzuspulen so langsam. Und zweiter Artikel, Inflation, können Notenbanken deswegen pleite gehen wegen der Inflation? Da ist ein junger Mann, der sehr, sehr viel von Notenbanken versteht, in einem Video, in meinem Interview mit Marc Friedrich, absolut sehenswert. Wenn Sie die Zeit haben, nehmen Sie sich das. Das Ganze dauert eine Stunde. Ich habe so eine Timeline in diesem Artikel, sodass Sie da vielleicht auch mal, wenn Sie nicht ganz die Zeit aufbringen, reingucken können in die Aspekte, die Sie interessieren. Absolut interessant, absolut großartig. Seine These ist, die eigentlichen Inflationsrisiken schlummern in den Bilanzen der Notenbanken, und da könnte etwas dran sein. Beide Artikel, wie gesagt, unter dem Video. Ich sage jetzt Servus und Ciao.